Vertraue deiner inneren Weisheit. In dieser geführten Meditation wirst du deiner inneren Stimme die Hand reichen. Du wirst erfahren, wie leicht es ist, deiner inneren Weisheit zu folgen. Vielleicht kennst du das ja. Du stehst vor einer ganz wichtigen Entscheidung und bist am Überlegen, welche Richtung du einschlagen sollst. Welches der richtige Weg für dich ist. Du bist besorgt, vielleicht sogar verängstigt oder aufgebracht. Tja, was ist zu tun? Welcher Weg führt zu Erfolg? Was ist stimmig für dich? Du bist ratlos. Und da kommen irgendwelche Leute ungebeten in dein Leben, um dir bei dieser Entscheidung zu helfen. Sie wollen dir alle nur einen guten Ratschlag geben. Aber Ratschläge sind Schläge, das weißt du. Vielleicht hörst du sie sagen: Mach das nicht, lass das lieber sein. Oder du schaffst das eh nicht. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Vielleicht hörst du sie auch sagen: Du bist zu schnell oder viel zu langsam. Geh nach rechts, geh nach links. Von allen Seiten hörst du verschiedene Meinungen. Und dadurch wirst du noch unsicherer, als du es eh schon bist. Keine einzige dieser gut gemeinten, wirklich gut gemeinten Meinungen fühlt sich richtig an. Lass uns jetzt versuchen, die anstehende Entscheidung zu fällen, indem du nach innen schaust. Dein Verstand und dein Kritiker, den brauchst du für diese Übung nicht. Lass uns beginnen. Bevor wir uns auf die Reise begeben, wollen und müssen wir uns etwas entspannen und vorbereiten. Bitte finde dich ein. Setz oder lege dich auf dein Bett oder dein Sofa oder deine Matte. Mach es dir bequem. Ja, finde dich ein. Willkommen, du liebe Seele. Schön, dass du da bist. Und schön, dass du dich entschieden hast, für dich zu sorgen. Und still zu werden und Ruhe und Kraft zu tanken. Herzlich willkommen. Deine Augen sind geschlossen. Du atmest ruhig und tief. Du atmest Entspannung ein. Und Verspannung wieder aus. Du atmest Entspannung ein. Verspannung wieder aus. Du spürst die weichen Wellen der Entspannung, die ganz sanft über dich hinwegrollen mit jedem Atemzug. Eine nach der anderen. Lass los. Lass alles Festhalten los.
Erlaube den Muskeln in deinem Körper zu entspannen. Erlaube den Tagesgedanken, deinen Kopf zu verlassen. Mach dich leer. Atme dich leer. Mit jedem Atemzug wirst du leerer und leerer. Und du schickst deinen Denker in den Ruhemodus und dabei lässt du los. Lass dich gleiten in das Meer aus Watte, welches dich umgibt. Deine Außenwelt verschwimmt, die verliert an Wichtigkeit. Ja, du lässt jede Notwendigkeit los, dich auf die Außenwelt zu konzentrieren. Du schaust mehr und mehr nach innen. Erlaube dir jetzt und hier, tiefer und tiefer in dich hineinzusinken, in deine eigene, ganz sichere und stille Innenwelt hineinzugleiten. Du atmest Ruhe und Gelassenheit ein. Und alles, was dir Sorgen bereitet, das atmest du bewusst und liebevoll einfach wieder aus. Lass den Atem fließen, wie er möchte. Beeinflusse ihn nicht, schau einfach nur zu, wie er ruhig in deinen Bauch einströmt, wie er ruhig aus ihm herausströmt, ruhig und sanft, ganz ruhig und sanft. Es gibt jetzt nichts für dich zu tun, einfach nur atmen, atmen und sein. Atmen und sein. Dein Atem, er kommt zur Ruhe. Und auch dein Körper und dein Geist kommen zur Ruhe. Dein innerer Raum, der weitet sich. Und eine wohltuende Ruhe breitet sich in dir aus. Du spürst den Frieden. Ja, du spürst die Stille in dir und auch um dich herum. Tauche ein in deinen inneren Raum des Friedens und der Harmonie. Tauche ein in deinen inneren Garten. Du atmest Vertrauen und Harmonie in dein Herz hinein und durch dein Herz hindurch. Und du atmest jegliche Art von Kritik über dich selbst wieder aus. Vertrauen ein und Kritik wieder aus. Ein und wieder aus. Jetzt bist du angekommen. Ja, du bist in deiner eigenen Innenwelt angekommen. Möge alles, was dir in deinem Sein begegnet, seinen Segen über dich entfalten. Jetzt können wir mit der Meditation beginnen. Versuche dir vorzustellen, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung treffen zu müssen. Du bist hoffnungslos überfordert. Du weißt nicht, was du tun sollst.
Nimm dazu eine aktuelle Situation aus deinem Leben oder erinnere dich an eine schon vergangene Situation, in der du eine Entscheidung treffen musstest. Geh in Gedanken zu einer solchen Situation, zu einer solchen Entscheidung. Was fühlst du? Stell dir vor, du stehst an einer Kreuzung und du überlegst, welche Richtung dich zum erwünschten Ziel bringen wird. Welcher Weg ist der richtige? Gehst du nach rechts oder nach links? Oder vielleicht geradeaus? Welcher Weg ist der richtige? Du hörst eine leise Stimme, ganz tief in dir drin, die dir sagt, was du tun sollst. Aber du traust dich nicht. Du traust dich nicht, ihr zuzuhören, dich ihr hinzugeben. Was, wenn ich einen Fehler mache? Und dann sind da die Stimmen der anderen, die sind so laut. Du bist so verunsichert. Jetzt lenke deine ganze Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf deinen Herzensraum. Atme durch dein Herz hindurch. Atme Kraft und Selbstvertrauen in dein Herz hinein und dann lass alle Selbstzweifel und Kritik beim Ausatmen wieder los. Ja, und du spürst die Angst, die sich dir in den Weg gestellt hat. Du erkennst, dass du Hilfe brauchst. Du erkennst, dass diese Hilfe nur aus der geistigen Welt kommen kann. In dieser Hilflosigkeit können dir nur die himmlischen Helfer des Lichts und der Liebe helfen. Ja, das weißt du. Und auf einmal erscheint der Erzengel Uriel. Er ist es, der den Menschen bei der Manifestation und Realisierung von Plänen und Zielen zur Seite steht. Erzengel Uriel heilt seelische Krankheiten. Er löst Schuldgefühle auf. Er hilft bei schwierigen Situationen und Entscheidungen und er macht Zusammenhänge bewusst. Und er schafft Lösungen durch die neu gewonnene Klarheit. Erzengel Uriel hilft, das Leben leichter und fröhlicher anzugehen und in allem das Gute zu sehen. Setz dich jetzt zu ihm. Erzähle ihm, was dich beschäftigt. Und bitte ihn, dir bei deiner wichtigen Entscheidung zu helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Sei dir gewiss, er kennt deinen Lebensweg. Er weiß, was gut und richtig für dich ist. Ich lasse dir nun ein wenig Zeit für dein Gespräch, ohne zu sprechen. Nur die Musik wird dich begleiten.
Und auf einmal hörst du deine innere Stimme ganz laut, ganz klar. Ja, das hat Uriel für dich entschieden. Er hat entschieden, dass du deiner inneren Stimme wieder vertraust und dass du ihr wieder Gehör schenkst. Du empfindest Seelenruhe und Selbstvertrauen. Und nun, liebe Seele, kannst du seelenruhig deine Entscheidung treffen. Es ist die richtige. Jetzt kannst du Hand in Hand mit dem Erzengel Uriel und deiner eigenen inneren Führung seelenruhig deinen vorgesehenen Weg gehen. Schau zu, wie der Engel und deine innere Führung dich auf deinem Weg begleiten. Es ist ein gutes Gefühl, diesen inneren Kampf loszulassen, zu vertrauen und zu wissen, dass du nicht alleine bist. Ja, du hast erkannt, dass du die beiden nur bitten musst, dir zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtige Richtung einzuschlagen. Sie haken dich unter und begleiten dich auf deinem Lebensweg. Wie fühlt sich das an? Großartig, oder? Diese Meditation geht jetzt dem Ende zu. Bitte nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann beginne deinen Körper wieder wahrzunehmen. Deine Füße und die Hände. Deine Beine und Arme. Dein Rumpf. Dein Kopf, dein Gesicht, deine Kleidung. Nimm auch den Raum um dich herum wahr und auch die Unterlage, auf der du gerade liegst. Beginn dich ein bisschen zu bewegen und lass die Bewegungen langsam etwas größer und größer werden. Mach jetzt die Bewegungen, die dir gut tun. Vielleicht streckst du dich ein bisschen. Und bevor du die Augen wieder öffnest, um ganz im Hier und Jetzt wieder anzukommen, bleib noch einen Moment lang liegen, um deine Erlebnisse dieser Meditation ganz fest in deinem Bewusstsein zu verankern. Jetzt, wo alles noch so klar in dir ist. Mit jedem Atemzug, den du jetzt tust, wirst du wacher und wacher. Deine Tagesgedanken fließen ganz allmählich zurück in deinen Kopf hinein. Und wenn du soweit bist, dann öffne bitte deine Augen. Ja, diese Meditation ist jetzt beendet. Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Namaste.